Hallo und ein herzliches Willkommen zu diesem kleinen Video. Wenn ihr wissen wollt, wie so eine Türe im RPG Maker MV funktioniert, dann solltet ihr dranbleiben. Hier wird es Schritt für Schritt erklärt. Als erstes erstellen wir eine neue Map, füllen diese mit Gras und mappen ein kleines Häuschen drauf. Dann erstellen wir ein neues Event, wählen die Türgrafik aus und klicken auf OK. Jetzt erstellen wir noch eine weitere Map und benutzen das Teil Set-In, um ein Zimmer zu erstellen. Dort wird sich der Player hin teleportieren, wenn er die Türe benutzt. So, wir gehen jetzt zurück zu unserem Häuschen und setzen da noch eine Stadtposition von unserem Player hin und klicken danach auf die Türe, die wir gerade erstellt haben. Als erstes fügen wir eine Bewegungsroute ein, nach links, rechts und nach oben drehen. Und dazwischen fügen wir ein 5 Frames Warten ein. Wir wählen oben links noch dieses Ereignis aus und klicken dann auf OK. Jetzt gehen wir auf Auslöser und wählen Spieler berühren aus. Wir klicken direkt darunter auf die leere Zeile und fügen einen Soundeffekt ein. Hier wäre es das Door 01, kann aber je nach Belieben geändert werden. Nachdem das gemacht wäre, klicken wir noch einmal auf die leere Zeile, gehen zum zweiten Reiter und wählen Spieler übertragen aus. Jetzt wählen wir die zweite Map aus, wo wir gerade erstellt haben und klicken doppelt auf die Seite, wo wir den Spieler teleportieren wollen. Die Richtung beim Teleportieren ist die Gesichtsrichtung. Nimmt immer die Richtung, sodass der Helden von der Türe wegschaut. In diesem Fall wäre es oben. Jetzt klicken wir einmal auf OK und gehen zu unserer zweiten Map in das Zimmer. Dort klicken wir dann doppelt auf den Ausgang, beziehungsweise dort, wo der Player eben aus dem Zimmer rauskommen sollte. Jetzt gehen wir auf Auslöser und wählen Spieler berühren aus. Nachdem das gemacht ist, klicken wir doppelt auf die leere Zeile und wählen noch einmal Spieler übertragen aus. Und setzen ihn direkt vor die Türe mit der Gesichtsrichtung nach unten. Dann lassen wir noch einen Soundeffekt abspielen. Kopieren das ganze Event einmal und fügen es daneben ein. Und das war es im Prinzip auch schon. Jetzt testen wir das Ganze noch einmal. Das war's mit diesem kleinen Tutorial, das war jetzt kurz und schmerzlos. Wenn ihr noch wissen wollt, wie eine Truhe funktioniert, dann könnt ihr auf das Video klicken, das ich in der Endcard verlinke. Ansonsten war es das dann schon. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr das in den Kommentaren unten hinschreiben oder Tutorialwünsche habt, könnt ihr ebenfalls unten hinschreiben. Und wenn euch das Video gefallen hat, natürlich einen Daumen nach oben. Ansonsten bis dahin, tschüssikowski.